hat das Wort für eine Minute Frau Lunacek. Bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Kommissar, meine Damen und Herren, auch ich möchte mich jenen anschließen, die den Greenpeace-Leuten dafür danken, was sie hier gewagt haben und was Greenpeace ja schon lange Tradition hat zu tun, nämlich klarzumachen, dass diese ökologisch sensible Region der Arktis geschützt werden muss und nicht einfach von allen Staaten, sei es Russland oder andere, jetzt, wo es dort zu tauen beginnt, jetzt dort endlich, dass hier begonnen wird, hier auszubeuten, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Problem ist, dass wir auch als Europäische Union und als Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegen Russland, gegenüber auch diesem Regime Putin, wenig Druckmittel haben, weil wir so abhängig sind von Öl und Gas. Die Situation, in der diese Greenpeace-Aktivisten jetzt sind, denen Piraterie vorgeworfen wird, sogar Putin hat gesagt, es war nicht Piraterie, kann auch nicht Piraterie sein. Sie haben ja schließlich kein Schiff geentert, um sich selber zu bereichern, wie das nach russischem Gesetz die Definition von Piraterie ist. Oder Hooligans. Nein, sie hatten auch Schmerzmittel an Bord. Jetzt wird gesagt, das ist Morphium, das sind ja Drogen. Oder es wird ihnen vorgeworfen, sie hätten Waffen an Bord. Das ist alles Humbug. Das ist der Versuch, Menschen zu kriminalisieren, sie einzusperren, sie für Jahre hinter Gitter zu bringen, nur weil sie darauf geachtet haben, dass auf diesem Planeten die Umwelt geschützt werden muss und nicht ausbeuterisch auf Jahrzehnte ausgebeutet werden darf. Grazie. La parola al commissario Potocnik. Thank you, Madam Chair. The Commission understands and appreciates concerns expressed by honourable members. Of course,